Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallo zu Ihnen daheim. Heute machen wir eine Bananenomelette mit Zwetschgenkompott und das sind meine Einkäufe. Starten wir gerade mit dem Omelette-Teig. Susanne, hast du gewusst, dass Banane die meistverkaufteste Frucht ist bei Coop? Mm-mm. Spannend, hä? Mm-hmm. Ja. Und zwar nicht einfach irgendeine Banane, sondern Max Havidar Banane. Mm. Ich fange jetzt mal an mit dem Kochen, gell? Ja, mach noch, mach noch. Eben, wir starten mit dem Omelette-Teig. Da brauche ich frische Eier, schön aufgeschlagen. Die könntest du mir gleich alle aufschlagen. Ah, ja. Und das Milchwasser brauche ich. Und da tue ich noch ein bisschen Quark drin. Das macht schön sämig. Jetzt ist es so. Der Max Havelaar, das ist jetzt eine gute Figur. Der hat, es tut mir leid, aber ich wäre wirklich froh, wenn du könntest schauen, weil heute muss ich einfach pünktlich gehen. Okay. Der Max Havelaar ist eine Romanfigur. Da tue ich noch ein bisschen flüssige Butter in die Flüssigkeit rein. Das macht so schön fein und ganz einen leichten, feinen Teig. Also leicht, nicht ganz, aber dafür einen feinen Teig. Mhm. Ja. Dann kann man das hier dazu einleeren, zu diesem Omelettenteig. Und Eier braucht ihr auch. Ja. Die kannst du mir auch reingeben. Genau, da habe ich es. Also, der Max Havelaar ist eigentlich 1620. Das heisst also nicht er. Er ist eine Romanfigur. Oder darf ich dir das gerne zum Fertig rühren? Ja. Ja. Tipptopp. Mhm. Wenn es schön gleichmäßig ist, dann kann man den, also kann man noch ein bisschen stehen, schön quellen. Und dann vor dem Brot können wir noch pürierte Bananen drunter. Das ist ganz fein. Aber das kann man nicht schon am Anfang machen, sonst wird der Teig ganz braun. Ja, hallo. Moment. Jetzt geht es weiter mit dem Zwetschgenkompott. Und da kann ich als erstes den Traubensaft rein tun. So. Dann ein bisschen Zucker. Da könnte man natürlich auch Rotwein nehmen, aber eben, wenn Kinder am Tisch sind, dann ist es natürlich viel besser mit Traubensaft. Ein feiner Zimtstängel und dann die Zwetschgenviertel. Alles miteinander gut aufkochen, das ist hier geschehen. Dann, wenn es kocht, zudecken, etwa 1-2 Minuten köcheln, wegstellen und sein. Mhm. Eben, wegen dieser Romanfigur. Da hat einer geschrieben, und zwar so ein Typ, der hat in Sumatra, das ist eine indonesische Insel. Aber du hast noch einen Beitrag. Ja, ich weiss, ich wollte doch... Weißt du, kannst du es geben, dann mache ich das. Sicher. Also ich erzähle es gerade noch, aber wegen Max. Coop gehört weltweit mit Abstand zu den grössten Anbietern von Produkten aus fairem Handel. Mhm. Coop verkauft seit mehr als 8 Jahren Bananen von Max Havelaar. Den Produzenten in Zentral- und Südamerika werden kostendeckende und existenzsichernde Preise garantiert. Genau gleich verhält sich bei der Rosen aus Kenia. Sichere Arbeitsplätze, Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter werden so ermöglicht. Auch bei den fair gehandelten Textilien aus Biobaumwolle ist Coop Nummer 1 und das ebenfalls auf der ganzen Welt. Zum zweiten Mal war Coop vor 14 Tagen an der Fairtrade Fair in Bern präsent. An dieser Messe konnten sich Besucher informieren über das Angebot aus dem fairen Handel mit der dritten Welt. Am Stand von Coop hat es neben ausführlichen Informationen erfrischende Fruchtsäfte oder lustige Ananasschnitze gegeben. Und der Einsatz auf dem beliebten Frappe Velomixer ist mit einem köstlichen Getränk belohnt worden. So, wir gehen jetzt ein Anrichten von diesen Bananenomeletten. Mhm. Lass mal schnell wegen Max Havelaar, Susanne. Das ist wirklich noch wichtig. Der Typ ist ja, eben, ich habe dir schon mal gesagt, das ist ja eine Romanfigur. Der hat sie nicht wirklich gegeben, oder? Mhm. Und die Romanfigur hat sich quasi auf woher auch immer geschrieben und hat gesagt, ich will eigentlich der dritten Welt helfen. Kannst du noch ein bisschen Teig drin und die Omelette fertig machen? Ja. Super. Wir machen gerade das Zwetschgenkompott fertig. Da habe ich die Zwetschgen rausgenommen. Jetzt ist nur noch der Schuh drin und jetzt binde ich es abbinden mit Maizena. Da habe ich einfach Maizena drin und eine kalte Flüssigkeit. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kann ich knüllen. Und jetzt einfach in die heiße Flüssigkeit einlaufen. Und dann sieht man gerade, wie schön dick es wird. Das reicht bereits. Und dann muss ich nur noch die restlichen Zwetschgen drin geben. Es ist wirklich noch lustig. Das wie... könntest du mir gerade noch vierteln. Aha. Die Omelette. Ja. Ah, ja, klar. So. Jetzt können wir ans Anrichten gehen. Das Gute ist an diesem Rezept, man kann es auch als Dessert servieren. Da würde ich einfach nicht ganz so viel. Aber wir haben jetzt natürlich ein süßes Nacht. Super. Oder? Und jetzt ist natürlich Folgendes passiert. Er hat gesagt, ja, aber nein. Ich lasse das natürlich nicht auf unseren Kolonien sitzen. Das geht ja nicht. Und hat den fairen Handel wie erfunden. Und jetzt kommt der Allerbeste. Der Typ,
Der Max Havelaar. Unsere Nacht ist parat. Das Rezept ist nachzulesen in der GoP-Zeitung oder im Internet. Also, René, ich muss jetzt gehen, gell? Tschüss. Wieder schauen wir an. Ja, Moment, Susanne. Susanne, wegen Max, wegen Havelaar. Susanne! Du kannst es auch im Internet nachlesen, wenn es dich interessiert. Ade miteinander.